So, Thomas, erzähl uns doch mal über dein neuestes Projekt hier, was du auch auf der ProLight und Sound Musikmesse dann vorstellen wirst beim Publikum. Ja, vielleicht kannst du auch über das Projekt hinaus nochmal die Zusammenarbeit mit Tom danach auch nochmal erläutern. Ja, das ist mein neues Projekt, Luke Plays Hendrix. Ich habe mich mal mit dem größten Gitarrenhelden aller Zeiten auseinandergesetzt und meine Version von Hendrix-Klassikern gemacht. Ich wollte jetzt nicht 1:1 nachspielen. Das machen viele, das machen auch viele vielleicht besser wie ich. Aber ich denke, ich bin ja auch ein Stratspieler und habe dafür auch mal einen Preis bekommen, so Bester Europas. Und Hendrix ist ja auch sehr Strat-mäßig. Und ja, ich habe so irgendwie meine Vorstellung von Hendrix-Songs und wollte das mit ein bisschen neuen Grooves machen und etwas modernisieren, aber trotzdem mit viel Respekt zu der Arbeit, die er gemacht hat, etc. Das Ganze wollte ich nicht im Studio aufnehmen, sondern live. Und habe dazu eine Band zusammengefunden aus hochkarätigen Musikern. Aber mir ging es auch darauf, diese Atmosphäre, die live existiert, genauso einzufangen. Und erstmal von der Band her, von den Musikern her, von dem Material, das ich verwendet habe, aber zum anderen auch von der Aufnahmetechnik. Und ich bin halt jemand, der gern live spielt, weil ich da im Eifer des Gefechts einfach Energien freisetzen kann, die ein bisschen über das Intellektuelle hinausgehen, was man so im Studio macht. Und das Ganze halt wirklich vernünftig einzufangen, das war so das Ziel. Und ich bin audiomäßig auf der Suche gewesen. Ich habe ja schon mal eine Live-DVD gemacht und habe da überwiegend selbst dran gearbeitet, um meine Vorstellung umzusetzen. Und es war unheimlich schwer, das auf den Punkt zu bringen. Und ich wollte eigentlich jemanden haben, der das kann. Ich wollte es nicht schon wieder selbst machen. Und dann habe ich mich umgehört und bin auf den netten Kollegen Tom Ammermann gestoßen, weil er ist auch ein Spezialist, gerade darum, wenn es um sagen wir mal, das räumliche Abbilden mit seinem 3D-Kopfhörer Surround geht oder 5.1, das ist sein Steckenpferd. Da kann ich einfach nicht mitreden. Und nach unserem ersten Telefonat... Das ist netterweise Tom Wendt eingeredet. Genau. Tom Wendt hat uns zwei connected. Muss sagen, nach dem ersten Telefonat war mir schon klar, die Sache funktioniert. Wir haben da so eine Wellenlänge. Wir verstehen uns da auch über musikalische, tontechnische Phänomene hinaus. Und sag mal, so ein Mix ist schon eine Sache, das ist mehr als ein Haarschnitt. Also damit muss man sehr lange leben. Und ich wusste einfach, es funktioniert. Und so habe ich mich dann ja, mit Tom Ammermann zusammengetan und wir haben das Ding dann gemacht. Er hat den Masterpart der Mischung übernommen. Ich habe ab und zu mal noch ein bisschen mitgesprochen, aber im Prinzip hat er den Karren da schon gezogen. Ihr habt natürlich auch sehr viel Aufwand betrieben bei der Kameratechnik und dazu die Frage natürlich auch insbesondere, was uns interessiert, ist natürlich die Audiotechnik. Und da gibt es ja einiges Besonderes auch zu berichten. Ja, damit das Ganze auch im Bild richtig rüberkommt, habe ich 8 Kameras verwendet und es war jemand dabei, der hat einen Kran gehabt, weil, sagen wir mal so, bei so einer Liveband gibt es halt schon Action, zumindest bei mir und den Beteiligten. Das war mir schon sehr wichtig, weil das ist halt schon eine einmalige Sache, wenn man ja wirklich diese Atmosphäre einfangen kann. Also HD-Kameras, 8 Stück, jede Menge, also das kann man sich schon anschauen, das ist schon ganz nett. Verstärkermäßig bin ich diesmal wirklich in die Klamottenkiste gegangen und habe einen alten Plexi ausgekramt, also ein Verstärker von 1968. Sowas hätte Jimmy auch gespielt, ein 100 Watt Plexi mit ein paar von meinen Tretminen, was ich so als Gitarrist brauche, damit ich auch moderner klinge. Also teils wirklich authentisch und teils dann wieder brauche ich ein paar Farben, die zu mir gehören, die auch in die Jetztzeit gehören. Ich wollte jetzt nicht Jimi Hendrix klonen, das ist unmöglich. Ja, und das Ganze wurde dann wirklich aufwendig aufgenommen im Mehrspurverfahren und mit komplizierter Raummikrofonierung. Da kann vielleicht der Tom was zu sagen, weil da hat er sich dann eingeklinkt und hat dann irgendwie Ansprüche gestellt auf das, was er so gerne hätte, damit das Ganze auch so schön räumlich wird. Ich sage noch mal ein bisschen was zu den technischen Dingen. Es wurde aufgezeichnet für den es interessiert. 24 Spuren habe ich bekommen, knapp 30 Spuren habe ich bekommen. Es wurde auf Cubase aufgezeichnet und 48-24, also ich habe sehr gutes Material bekommen. Und wie Thomas eben schon sagte, ich hatte das Glück, dass ich
in die Produktion reinkam, bevor alles aufgebaut worden ist. Das heißt, ich hatte noch die Möglichkeit, Wünsche anzubringen. Und ich habe da ein paar Ideen, ein paar Layouts gemacht, wie man Mikrofone wie ich gerne mikrofoniert hätte. Das hat dann leider alles nicht ganz so geklappt, wie ich mir das gedacht habe, weil das war eine große Show. Ein paar mehr Bands dahinter noch vorgespielt, sodass man da den Ball flach halten musste. Und es sind am Ende dann 4 Raummikrofone geworden, die vorderen hinter der PA, dass man die nicht in die Atmos reinbrüllen. Und hinten in den Raumecken noch, da haben sich unglaublich große Basswellen geformt. Die musste ich dann in der Mischung nachher ein bisschen runterziehen. Und also in den Bässen ein bisschen runterziehen. Und dann hatte ich eine sehr homogene, wunderschön räumlich klingende Aufnahme. Also für den Raum. Das ist jetzt kein besonders gut klingender Raum, aber war völlig in Ordnung. Ich bin sehr glücklich über die vielen guten Aufnahmen, die ich da bekommen habe. Thomas hat noch ein paar Gitarrenaufnahmen nachgeliefert. Also der hat die Spur, die er aufgezeichnet hat, dann nochmal durch sein Lieblingshallgerät geschickt und sein Lieblingsecho und der nochmal über ein Bandgerät. Und dann hatte ich irgendwann nachher, ich glaube, 7 oder 8 Gitarrenspuren. Das gleiche für den Bass. Auch nochmal in der Box abgenommen mit dem 15er, mit dem 12er und geguckt, wie sich das alles so am besten einfügt. Und damit war mein Besteck fertig. Ich saß im Studio, hatte meine am Ende dann 40 Tracks liegen und dann ging es los mit der Mischung.